So, dann mal ab zurück nach oben. Da, wo wir gerade runtergeputzelt sind. Es müsste hier... Da... Hier irgendwo sein. Ja, so halbwegs. Also wir können hier einmal nach oben. Und dann nach rechts. Ja, es ist eine Falle. Ding, ding. Trifft uns eh nicht. So. Küha. Dich aus. Ein Pfeil fressen und den da umhauen. So. Die Tür regt mich immer noch auf. Also die Tür jetzt über uns. Aber wir hatten hier, glaube ich, schon alles geguckt. Also die Treppe da unten, da kommen wir her. Den Gang nach links da hinten könnten wir gehen. Werden wir auch gehen, weil wir die beiden Räume links von uns noch erhellen wollen. Aber ich will wissen, was hier ist, verdammt. Da waren die Händler. Dober Dieb. Na, nicht erwischt. Na gut, dann halt durch die Skeletthorden mal wieder durch. Genau, stirb. Ich hoffe mal, die da oben ignorieren uns. Ah. Brenn, 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 brenn. So. Zack. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir hier nach Lichtern suchen. Das ist eh tierisch verdächtig. Gehen wir mal... Ah, da unten ist noch eine Leiter. Gehen wir wieder zurück. Zurück. Runter. Gucken ganz kurz, ob da was ist. Nö. Und gehen einfach hier die Leiter hoch. Oh. Das ist so ein komisches lila Ding. Oh. Und unten natürlich auch noch Gegner. Au. Au. Na komm, stirb einfach. So, Schwert wieder raus. Komische Schneckendinger wegsäbeln. So, grüner Schleim, grüner Schleim. Licht an. Was ist das für ein komischer Sound? Die Kerzenleuchte hören sich komisch an. Aber na gut, was haben wir hier? Ring des Eises. Da. Schaden mit Frost plus 4%. Ausrüsten. Und wir sollten echt mal verkaufen gehen. Hm? Und Trank der Geschwindigkeit. So, kurz gucken, ob da oben Geheimgang ist. Das wäre echt praktisch. Aber ist nicht. Vielleicht da? Nö. Okay, dann halt zurücklaufen. So, okay. Damit hätten wir jetzt den einen Raum schon mal ausgeleuchtet. Und der andere Raum war eh der, wo wir vorhin runtergefallen sind. Also Ende der letzten Folge. Das passt also. Was nicht ganz so gut passt, dass wir jetzt schon auf 60% Lebenspunkte runter sind. Obwohl wir noch nicht mal an der Stelle waren, wo wir vorhin runtergefallen sind. Aber na gut, kriegen wir das hin. Hops, hops. So. Die da unten ignorieren wir mal. Mach mal bitte die Biene da oben weg. Genau. Hops. Stirb. Zack, zack, zack. Giftige Stachel kommen mit, grüne Sense kommt mit, du gehst an. Und da unten ist ein Facehugger, oder? Jo. Ja. Du an. Und unser Haustier muss weg. Acht war das. So, ich glaube nämlich, der war vergiftet. Ja. Ich hasse Gift. Gegengift, wo ist mein Gegengift? Da. So,
ordentlicher Heiltrank hinterher. Der heilt auch nur 50%. Aber na gut, besser als nichts. Runter. Hops. Nein, 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 oh. Lalalala. Ich hab so ein leichtes Déjà-vu. So. Porten. Heilen. Genau. Zurücklaufen. Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr mit dem Bogen arbeiten, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben nur noch 37 magische Pfeile. Nee. Okay. Das heißt, wir müssen doch wieder zu den Händlern, wo ich eben gerade schon war und doch nicht reingehen wollte. Die da wären... Nicht hier. Ja, diesmal kriegst du mich nicht ohne Falle. Spätestens nächste Folge, wenn ich wieder alles vergessen habe. So, hops, hops. Genau da. Ding. So, kaputt. Oh, noch mehr zu verkaufen. So, wir hätten gerne... Erstmal verkauft. Und zwar, die weg, die weg, der 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 weg. Poignard weg, das da weg, du weg, du weg. Du bist unser momentaner Hauptstreitkolben, oder? Die Tränke sollten alle mal runter. Ich würde gerne mehr Inventarplatz kaufen, wenn das geht. Geht bestimmt nicht, aber... So... Irgendwie... Du kannst auch noch darunter. Du kannst damit hin. Also... Noch was verkaufen und das da, ne? So... Okay... Bögenprojektile, magische Pfeile. 1, 2... 3, 187 Stück, das muss reichen. Waffen. Skimitar ist doof. Haben wir eine Schmiede, das ist doof. Repariert hatten wir gerade erst, ne? Ja. So, was heißt hier weg? Und jetzt mit Pfeilen bewaffnet zurück zu den ganzen Tierviechern, die hoffentlich nicht wieder gespawnt sind. Aber ich denke mal durch jedes Mal... Hier sind wir falsch. Aber ich denke mal durch jedes Mal zurück teleportieren und wieder hinlaufen, sind die eh immer wieder alle da. So ein, zwei Felder scheinen die wohl zu akzeptieren. Wow, das war knapp. Aber sobald es mehr ist, dann spawnen die halt. Also Bogen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ups. Nein. Ihr seid doch alle doof. Warum hat die Pflanze sich umgedreht? Das stand nicht im Skript. Okay, lassen wir euch den Weg wenigstens drauf. So. Folge ist noch nicht vorbei, also habe ich die Falle noch nicht vergessen. So. Schieß doch, schieß doch. Gucken nicht mal hin. So. Der andere starrt einfach nur die Wand an. Ja, die Skelette sind jetzt immer noch da oben. Das ist nicht so toll. Aber gut. Die ausweichen. Kaputt, 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 kaputt. Kann es sein, dass ich beim letzten Zurückteleportieren nicht geheilt habe? Ich sollte echt ein wenig konzentrierter an die Sache rangehen, dann muss ich nicht ganz so oft laufen. Also erstmal einen Heiltrank, den gönnen wir uns. So, hoch, hoch. Darüber, Bogen raus, töten. Einfach nur töten. So, komische Facehugger töten. Noch mehr Facehugger töten. Pflanzen töten. Würmer töten.
So, haben wir noch irgendwas in Schussreichweite? Da unten? Also ein schicker Schuss. So, den anderen Facehacker hätte ich noch ganz gerne da. Oder kommen wir gerade nicht ran? Okay, dann halt dich da hinten. So. Räumen richtig schön auf hier. So, einmal springen. Nochmal springen. Nochmal springen. So, unten der Facehacker. Der könnte ein Problem werden. Genau wie die Biene, die dann im falschen Moment hochkommt oder so. Genau du. Komm mal hoch. Warum zur Hölle schießt du auf den Boden? Achso, du willst da hinten den. Na gut, machen wir den auch kurz weg. Da. Korwachs oder wie du heißt. Genau, mach das da kaputt. Facehugger krabbel weg. Hops. Hops. Alles gut. Oh, alle Lichter in den Gärten haben entzündet. Was haben wir denn hier? Ein Kampfstreitkolben. Der macht 126 und kann betäuben. Unserer macht 129 und brennt. Das ist eben cooler. So, du mal. Laboratorien. Das klingt hier interessant. Laboratorien. Mit. Was haben wir hier? Kein Secret. Eine Apodosium caratium. Gemeiner Raune. Nicht schneiden, nicht mit Urin bewässern, zum Düngen nicht von oben düngen. Okay. Flop. Raune Marmortopf. Und das ist jetzt eine Abkürzung irgendwo hin runter. Jo. Klick. Und hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Wir kommen jetzt genau da raus, wo wir raus müssen. Ich fühle meine Kräfte zurückkehren und alles dank dir, junger Freund. Ich, Geist des Heilens, gewähre dir das Wissen über der grünen Magie. Lass deine Augen und dein Herz die Bücher der heilenden Magie verstehen und mögst du sie mit Weisheit und Ehrlichkeit einsetzen. Die Magie der Heilung wurde in deinem Charakterbogen hinzugefügt. Du kannst nun Heilzauber sprechen. Ja, sehr schön. Magie der Heilung, jo. Das wird dann jetzt eine kleine Heilung sein, richtig? Heil kleine Wunden. Zauberbuch kopieren. Sowas von kopieren. So, welche Taste ist jetzt? 15 Zaubersprüche. Ha. Dauert ganz schön lang. Aber na gut, so zwischendurch heilen echt super. Was jetzt? Ich weiß gerade gar nicht, was wir machen müssen. Buch der Weisheit wollten wir noch abgeben, stimmt. Aber das haben wir jetzt gar nicht mehr, weil es hier gelesen wurde. Was haben wir noch? Aufgaben? Sprung des Glaubens. Was war das? Dünger für die Pflanzen. Dünger, gedüngte Pflanzen. Das ist der... Oh, der andere Yoda gewesen. F1, 2... Es wird langsam ungesichtig mit den ganzen Control-Panels. So, wo war der andere Yoda? Gucken wir uns mal um. Da ist eine Truhe. Das ist schon mal kein Yoda. Entschuldigung, Joghurt. Und hops. Hops. Au. Hops. Lauf, 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 lauf. Au, 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 au. Ganz so war das nicht geplant. 3, 4, 5, 3. Heilung. 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 Ich hätte eher ein Gegengift schlucken sollen, ha? Huh? Na gut, Gift ist gleich ausgelaufen. Nochmal heilen.
Und ich glaube, hier oben war Joghurt. Wir brauchen viel mehr grüne Sensen.